dich mal umbringen. Aus reinster Selbstliebe zu mir selbst. Das mag verrückt klingen, aber so war's nun mal. Ich dachte, wenn ich tot bin, dann hätte ich meine Ruhe gefunden, gefunden. Denn ich lieb mich so sehr, dass ich mir natürlich nur das Beste wünsche. Und damals drückte mir so der Schuh, mein Herz war voller Kummer und Leid. Ich sah die Welt durch eine Verzerrbrille. Ich nahm den ganzen Wahnsinn der Menschen in mir auf und konnte mich nicht davon distanzieren. Ich wusste keinen Ausweg mehr, so dachte ich mir, ich muss mich töten, damit ich endlich davon frei bin, von all den Informationen. Damit ich endlich nichts mehr leiden muss. Ich dachte, ich muss mich töten, damit es keinen mehr gibt, der diese schrecklichen Empfindungen empfinden kann. Damit es still ist, damit ich meine Ruhe habe, damit da keiner mehr ist, der von irgendwem getrennt sein kann, vor dem er dann Angst haben könnte. Ja, das habe ich gedacht, wenn ich mich töte, dann ist keiner mehr da, dann gibt es keine Trennung mehr. Ja, 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 ja. Doch es kam dann nicht dazu. Ich war viel zu feige, hatte Angst vor dem Schmerz. Ich hängte noch so sehr am Leben. Die Liebe klebte mich fest. Ich gab die Hoffnung nicht auf. Und ich merkte, manchmal zumindest, dass ich alles wieder vergessen konnte, dass ich einfach eintauchen durfte in eine Ekstase jenseits von Gut und Böse. Doch ich kam immer wieder heraus aus der Ekstase und saß wieder vor oder in diesem Irrenhaus. Es hört nicht auf. Außerdem war ich mir gar nicht sicher, dass wenn ich mich dann getötet habe, dass es nicht doch wieder weitergeht und es wieder einen gibt, der leidet unterm Empfinden und Wahrnehmen von sich selbst und den anderen. Nein, da konnte ich mir nicht sicher sein. Also dachte ich mir, dann muss ich's wohl aushalten. Dann will ich der Hölle nicht mehr entfliehen. Dann will ich nicht mehr entkommen. Was ist denn so schlimm am Leiden? Wer leidet überhaupt? Wer leidet unter der Erfahrung von Trennung und Angst? Wer leidet unter den Gefühlen, all das verlieren zu können, was einem wertvoll ist? Und dann, wenn ich aufwache in der Früh,
und die Angst strömt wieder ein in mich rein. Und ich halte mich für einen Menschen oder sogar noch schlimmer für eine Person. Dann bin ich vielleicht mal still und spür das nur im Körper, wie es sich so anfühlt, sich getrennt zu fühlen. Wie fühlt sich diese Angst an, allein zu sein oder überfordert zu sein? Wie fühlt sie sich im Körper an? Und so spür ich hin. Oh, 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 intensiv. Ein Ziehen, ein Drücken, wie auch immer in dem Moment. Oh, 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 und es ist eine ganz andere Ebene, als wenn ich drüber nachdenke. Und nachdem ich dann wieder nach diesem intensiven Erleben im Körper wieder drüber nachdenken will, dann habe ich den Faden verloren und stehe auf und weiß nicht mal, ob wer wach geworden ist oder nicht. Ich schaue in den Spiegel und sehe da ein Gesicht. Und dann schaue ich in den Spiegel und fühle das Gesicht. Und dann geht's immer weiter. Weiter und weiter und weiter und weiter und weiter.